Irrsinn. Frohsinn. Comedians am Rande des Nervenzusammenbruchs. Hallo! Freischnauze XXL. Und hier ist Ihr Gastgeber, Dirk Bach. Schnauze XXL. Ja, was soll ich sagen? Meine Gäste sind im Grunde wie Geschwister. Da fliegen auf die Fetzen. Sie dürfen sich nicht aussuchen, mit wem sie spielen. Und sie müssen vor allem immer auf den dicken Papa hören. Ich hoffe, sie tun das auch heute Abend. Ich würde sagen, kommt doch runter, spielen, ihr Süßen. Hier sind Miriam Mörs, Paul Panzer, Oliver Welke und Tietje Mierendorf. Wir brauchen jetzt drei Zutaten, und zwar Mirja, Tietje und Sie, meine Damen und Herren. Von Ihnen würde ich nämlich gerne wissen, was würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Artenschreck. Penispumpe! Was für eine Pumpe? Eine Penispumpe! Freunde! Okay! Was? Ich würde das gerne mit Ihnen vertiefen, warum Sie nur eine Penispumpe mitnehmen. Okay. Fassbier! Einen Charmer-Epilierer. Was für interessante Männer hier sind. Der eine braucht eine Penispumpe, der andere einen Charmer-Epilierer. Ich nehme einfach mal den Charmer-Epilierer, weil ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, warum man das überhaupt braucht. Aber so, ja, Mirja, Tietje, ihr habt's gehört. Nicht? Ihr seid zwei Schiffbrüchige auf einer einsamen Insel. Die seht ihr hier. Die platzt doch. Aber da würde ich mir keine Sorgen machen, ihr habt ja einen Charmer-Epilierer dabei. So, das ist das Einzige, was euch geblieben ist, der Charmer-Epilierer. Wir werden jetzt sehen, was ihr daraus macht. Aber auf einer einsamen Insel, ihr könnt ja, pass auf, wir nehmen das Ganze als einsame Insel und das ist einfach nur so eine kleine Anhöhe, ne, mit der Palme. Das ist ein bisschen einfacher. Also der Charmer-Epilierer ist das Einzige, was ihr noch habt und auch sonst ist alles sehr, 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 sehr knapp. Wir sehr sehen, eine auch. Frucht ist da, eine Palme. Nicht mal genügend Buchstaben gibt es. Deswegen dürft ihr immer nur mit einem Satz antworten. Und der Satz muss jeweils nach dem ABC-Prinzip mit A, der zweite mit B, der dritte mit C. So muss es laufen, das ganze Spiel. Und ich würde sagen, es beginnt. Aber Schatz, warum nimmst du so einen riesigen Charmer-Epilierer mit? Bernd, bitte! Chemisch hätte das doch auch wunderbar funktioniert. Eine Creme drauf und gut. Das denkst aber auch nur du! Eigentlich finde ich das auch gar nicht so schlimm, hier auf einer einsamen Insel unrasiert rumzulaufen. Fass ich nicht. Geh doch nicht weg damit! Hallo, wo soll ich denn hin? Ich hätte ja eine Leuchtrakete in die Tasche gesteckt, aber nein, ich brauche meinen Charmer-Rasierer. Ja, jo, du mit deiner Leuchtrakete. Kannst du mir jetzt vielleicht mal sagen, wie du das Ding in einem Jahr betreiben willst? Die Batterien sind doch auch irgendwann leer. Ich? Ich bin die Frau, oder? Lass mich in Ruhe! K-I-J-K-L.
Moment mal, vielleicht können wir es ja benutzen, um zu winken. Hallo! Na, super Idee! Ja. Oh, hab ich dich am Kopf getroffen. Pass mal auf. Ich geh jetzt in den Busch und epilier mich. Quetsch dir nichts Falsches! Reinhard, wie oft habe ich das denn schon gemacht? Schon komisch, eben hieß ich noch Bernd. Thomas, weißt du was, du kannst mich mal. Unproblematisch war es ja noch nie. Volker, der ist kaputt. Wie hast du das denn jetzt wieder gemacht? X-mal habe ich den schon verwendet, jetzt tut das nicht mehr. Japanisches Modell taugt nix. Zu Hause habe ich noch einen, ich hol den mal.